Ich habe das Auslosungsverfahren des DFB-Pokals angepasst und dafür gesorgt, dass immer jeder gegen jeden gelost werden könnte und unterklassige Mannschaften immer Heimrecht haben. In der Realität funktioniert die Auslosung des DFB-Pokals wie folgt. In der ersten Runde gibt es zwei Lostöpfe. In Lostopf 2 sind alle Bundesliga-Vereine und alle Zweitliga-Vereine, die in der Vorsaison auf den Plätzen 1 bis 14 lagen. Alle anderen für den DFB-Pokal qualifizierten Teams sind in Topf 1. Es wird dann immer ein Team aus Topf 1 gegen ein Team aus Topf 2 gelost, wobei Teams aus Topf 1 immer Heimrecht haben. Damit wird verhindert, dass es bereits in der ersten Runde zu Topspielen kommt und wir haben ganz viele David gegen Goliath-Spiele. In der zweiten Pokalrunde ist das Losverfahren fast identisch, mit dem kleinen Unterschied, dass diesmal in Topf 2 alle Teams sind, die aktuell in der Bundesliga oder zweiten Bundesliga spielen. Ab dem Achtelfinale wird dann nur noch aus einem Topf gelost, wobei Teams ab der dritten Liga abwärts immer Heimrecht erhalten. Ansonsten erhält immer das zuerst gezogene Team den Heimvorteil. Mit meiner neuen Regelung habe ich eine Saison im Football Manager 2024 simuliert und geschaut, welche Auswirkungen das neue System hat. Bevor ich ins Experiment starte, schreib gerne in die Kommentare, ob du die aktuelle Regelung fair findest oder ob es besser wäre, wenn auch Zweitligisten gegen Bundesligisten immer Heimrecht hätten. Lasse außerdem gerne ein Abo da, um diesen Kanal zu unterstützen. Vielen Dank. Wir starten in die erste Pokalrunde und sehen zu Beginn einen Freiburger Sieg in Paderborn. Die erste kleine Sensation erleben wir beim 2:1 Sieg des FC Gütersloh gegen den SV Sandhausen. Ein Duell, was es nach den Auslosungsregeln der Realität gar nicht hätte geben können. Auch das Duell der Oberligateams vom SV Oberachern und dem FC Oberneuland hätte es in der Realität niemals gegeben. Oberneuland setzt sich mit 3:1 durch. Elversberg schlägt die Wölfe mit 1:0 und Schott Mainz verliert gegen den VfL Bochum mit 1:5. Energie Cottbus schafft einen 2:0 Sieg gegen Wien Wiesbaden und der erste FC Kaiserslautern fliegt in der ersten Pokalrunde im Elfmeterschießen gegen Borussia Dortmund raus. Im Duell der Zweitligisten gewinnt der Hamburger SV gegen Hannover 96. Düsseldorf tut sich in Dresden zwar schwer, siegt aber mit 3:2. Das erste von insgesamt drei direkten Duellen zwischen Bundesligisten ist die Partie Mainz gegen Leipzig. Wenig überraschend setzt sich RB mit 1:0 durch. Lospech gab es außerdem auch für Leverkusen und Bremen, die direkt in der ersten Runde gegeneinander antreten müssen. Die Werkself gewinnt mit 3:0 und Werder scheidet in guter Bremer Tradition in der ersten Pokalrunde aus. Der Rostocker FC verliert gegen den KSC und der FSV Frankfurt schafft als Regionalligist im Duell mit Drittligisten Preußen Münster den Einzug in die zweite Pokalrunde. Saarbrücken kann die Erfolge aus der Realität hier nicht wiederholen und verliert gegen Schalke. Astoria Waldorf verliert gegen Union Berlin und der FC Heidenheim gewinnt souverän mit 6:1 bei Maccabi Berlin. Viktoria Köln schafft ein beachtliches 5:2 gegen Erzgebirge Aue und tatsächlich hatte auch der FC Bayern in der Auslosung Lospech. Gegen die TSG Hoffenheim muss der FC Bayern auswärts ran. Erst in der 98. Minute kann Musiala die Bayern erlösen und das Ticket für die zweite Pokalrunde sichern. Augsburg tut sich bei der TSG Barling schwer und gewinnt erst in der Verlängerung. Lok Leipzig verliert 1:5 gegen Braunschweig. Der FC St. Pauli schafft es gegen Gladbach nicht weiterzukommen und verliert mit 0:1. Holstein Kiel hat in Koblenz keine Probleme, genauso wenig wie der Club bei Atlas Delmenhorst. Magdeburg gewinnt in Bersenbrück und die Hertha muss den Traum vom Finale im eigenen Stadion direkt beenden. Der VfB gewinnt 2:0. Hansa Rostock gewinnt in Ottensen und Greuther Fürth bei 1860. Eine Überraschung gibt es in Osnabrück, wo der erste FC Köln mit 1:2 verliert. Bielefeld verliert gegen Regensburg, Unterhaching gegen Frankfurt und Illertissen gegen Darmstadt. Das letzte Spiel der ersten Pokalrunde bestreiten Essen und Mannheim, wobei Essen im Elfmeterschießen das glücklichere Händchen behält. Und damit ist die Hälfte der Spiele im DFB-Pokal schon geschafft. Gerade ab Runde 2 wird sich zeigen, ob es für die unterklassigen Teams, insbesondere auch für die Zweitligisten, ein Vorteil ist, gegen Bundesligisten immer Heimrecht zu haben. Die zweite Runde startet aber mit einem Kracherspiel, Dortmund gegen Leipzig. Für Leipzig direkt das zweite Duell mit einem Bundesligisten. Es sollte auch das letzte bleiben, denn der BVB kann sich dank zwei später Tore von Füllkrug und Can mit 2:1 durchsetzen. Die Eintracht aus Frankfurt gewinnt souverän in Regensburg und Holstein Kiel siegt im Elfmeterschießen gegen die Königsblauen. Auch Darmstadt gewinnt im Elfmeterschießen und kegelt damit Bochum raus. Eintracht Braunschweig bekommt zwar das Heimrecht gegen die Bayern, kann dem Rekordpokalsieger aber kein Bein stellen. Die Reise des FC Gütersloh endet im Heimspiel gegen Union Berlin. Die zweite Pokalrunde hat außerdem das Derby Nürnberg gegen Fürth für uns bereitgehalten. Der Club gewinnt mit 3:0 und freut sich auf das Achtelfinale. Oberneuland verliert gegen den KSC knapp mit 1:2 und auch der FSV Frankfurt hat gegen Gladbach am Ende den Kürzeren gezogen. Die Freiburger gewinnen mit 1:0 in Magdeburg und in Essen freut man sich auf das Duell mit Bayer Leverkusen. Die Freude hält aber nur kurz, zur Pause steht es bereits 0:2, was auch den Endstand bedeutet.
Elversberg gewinnt auch gegen den FC Augsburg und besiegt damit den zweiten Bundesligisten. Osnabrück und der HSV gehen in die Verlängerung, wo die Hamburger sich durchsetzen können. Viktoria Köln verliert gegen Hansa Rostock und Energie Cottbus kann sich mit 1-0 gegen Düsseldorf durchsetzen. Der Sieg des VfB Stuttgart komplettiert Runde 2 und lässt unseren Blick in Richtung des Achtelfinals gehen. Dort schafft es Hansa Rostock gegen den SC Freiburg nicht. Die glorreiche Reise des SV Elversberg geht jedoch weiter. Mit Darmstadt schicken die Saarländer den dritten Bundesligisten nach Hause. Die Kieler verlieren gegen Union Berlin mit 3-5, Gladbach schafft einen 2-1 Sieg gegen die Frankfurter. Ein absoluter Kracher war das Spiel Stuttgart gegen den FC Bayern. In der Verlängerung konnten sich die Stuttgarter mit 2-1 durchsetzen und beenden damit die Titelträume der Münchner. In Hamburg setzt sich der HSV im Elfmeterschießen gegen Leverkusen durch. Das Spiel hätte in der Realität möglicherweise in Leverkusen stattgefunden, was die Hamburger Chancen sicher nicht vergrößert hätten. Auch Energie Cottbus schafft einen Sieg im Elfmeterschießen und setzt sich damit gegen Nürnberg durch. Borussia Dortmund siegt mit 3-2 in Karlsruhe und komplettiert damit das Viertelfinale. Drei unterklassige Teams haben es damit in die Runde der letzten 8 geschafft. Die beiden Zweitligisten und der Regionalligist aus Cottbus haben jeweils einen Bundesligisten als Gegner gezogen und damit alle drei Heimrecht. Die Reise des SV Elversberg findet in Dortmund jedoch ein Ende. 0-3 heißt es am Ende für Borussia. Im einzigen Duell der Bundesligisten kann sich der VfB Stuttgart bei Union Berlin durchsetzen. Die Cottbusser zwingen den SC Freiburg tatsächlich in das Elfmeterschießen, dort verlieren sie jedoch und die Breisgauer sichern sich die Chance auf den Titelgewinn. Der HSV gewinnt sehr souverän gegen die Gladbacher mit 3-1 und steht damit als einziger Zweitligist im Halbfinale und hat somit automatisch auch Heimrecht. Sicher kein Nachteil. Gegner der Hamburger ist der VfB Stuttgart, während der BVB zu Hause gegen den SC Freiburg spielt. Die Hamburger Serie endet gegen den VfB, der mit 5-2 gewinnt und damit im Pokalfinale steht. Gegner der Schwaben ist der BVB, der bereits nach 5 Minuten gegen den SC Freiburg mit 2-0 in Führung liegt und am Ende 3-0 gewinnen konnte. Im großen Finale von Berlin setzt sich nach 120 Minuten niemand durch. 1-1 durch Guirassy und Adeyemi. Im Elfmeterschießen braucht es 11 Durchgänge, bis Alexander Nübel verschießt und Gregor Kobel mit seinem anschließenden Treffer den BVB zum Pokalsieger schießt. Und damit zu meiner Meinung. Ich glaube, dass es deutlich spannender wäre, wenn Zweitligisten gegen Bundesligisten auch immer Heimrecht im Pokal hätten. Blicke ich auf die reale Saison 2023-24, hätte ich mir zum Beispiel ein Halbfinale zwischen Leverkusen und Düsseldorf eher in Düsseldorf gewünscht als in Leverkusen. Die Auslosungsregeln in der Realität finde ich zumindest mit Blick auf die erste Runde jedoch besser als hier in meinem Experiment. Der Pokal lebt vom Duell zwischen David und Goliath in Runde 1. Jedes Spiel hat eine Profimannschaft mit dabei und damit einen gewissen Reiz. Das sollte unbedingt erhalten bleiben. Ab Runde 2 darf aber von mir aus gerne komplett frei gelost werden. Wenn du jetzt sehen willst, wie ich Bayern und Real Madrid getauscht habe, dann schau dir das Video gerne an.